Wer an Weihnachtsgeschenke denkt, der sollte auch an die Umwelt denken. Das meinen die Mädchen und Buben des Grazer Kinderparlaments, die sich in diesem Jahr ganz besonders mit dem so wichtigen Thema der Müllvermeidung beschäftigt haben. Vor kurzem waren sie auch als Umweltbotschafter in Graz unterwegs, um die Bewohnerinnen und Bewohner auf dieses Anliegen aufmerksam zu machen. Wir haben ihnen erzählt, dass wir Müll vermeiden wollen, dass wir auch nicht so viel wegwerfen wollen, weil das die Umwelt verschmutzt. Also wir hatten zum Beispiel verschiedene Plastiksachen so auf eine Schnur gebunden, haben wir uns draufgehängt und so sind wir durch die Stadt gegangen. Habt ihr den Leuten auch Tipps gegeben? Ja, so auf diesen Schildern ist immer was draufgestanden, was sie mit dem Müll tun sollen. Ihr wart ja mit dem Kinderparlament auch bei einem Repair-Café. Was ist das eigentlich? Im Repair-Café kann man Sachen hinbringen, die man selber tragen kann. Und dort versuchen sie, das kostenlos zu reparieren. Was wird da so repariert? Kleidungsstücke. Es geht auch, dass Elektronik repariert werden, so wie Handys und Tablets. Wer kann das reparieren? Das sind freiwillige Mitarbeiter, die schon in Reparatur was gelernt haben. Sie haben das ja eingeteilt, Tische, und darauf werden halt verschiedene Sachen gearbeitet. Man muss da allerdings warten, wenn da schon jemand ist, bis das frei ist. Aber es ist nicht nur ein Mitarbeiter. In jedem sind mehrere Mitarbeiter, in jedem Teil. Habt ihr auch was mitgebracht dort zum Reparieren? Ja, wir haben unser Maskottchen hingebracht, einen Pinguin, und der war schon ziemlich alt und ist kaputt gewesen und den haben wir dann halt da nähen lassen. Könntet ihr euch auch vorstellen, da auch mitzuarbeiten? Also ich würde nähen, weil ich habe ja schon viel von meiner Mama gelernt. Ich finde Nähen einfach toll. Ich könnte auch elektrische Sachen wieder reparieren, weil ich das echt interessant finde und das eigentlich gut kann. Wie findet ihr die Idee vom Repair Café? Ganz super. Das ist sehr toll, weil manche Leute, die werfen das ja einfach weg, weil sie sagen, das kann man nicht mehr reparieren, das ist mir zu teuer, das werfen wir jetzt weg. Und deswegen ist das Reparation Café so toll, weil da kann man mit kaputten Sachen hingehen, die sonst zu teuer sind zu reparieren. Da reparieren sie sie kostenlos. Sie schützen damit auch die Umwelt und das ist gut so, finde ich. Der nächste Repair-Café-Termin in Graz ist der 28. Jänner. Auch in Weiz gibt es dieses Angebot, und zwar am 14. Jänner 2017 dann.